Und Dennis hat hier gerade eine Kurbel gefunden, die ist hier oben mit dem Lüftungssystem verbunden. Könnte vielleicht so eine Art Notbelüftung sein. Und hier haben wir erstmal riesengroße Tanks. 90 Kubikmeter. Das wären dann wahrscheinlich die Wassertanks gewesen sein, so Wasserspeichertanks. Boah, Junge, Junge. Jetzt wird's noch mit Treppen hoch. Alex, hier geht's immer weiter hoch. Okay. Jetzt geht's erstmal ewig weit hoch. Also wir haben uns im Vorfeld haben wir uns schon informiert über den Bunker. Aber sowas wie Pläne oder so haben wir halt nicht gefunden. Also wir laufen hier quasi planlos durch die Gegend. Ey. Waren wir da nicht schon mal? Ne. Da ist auch nochmal so ein Teil hier für Belüftung und so, ne? Können wir mal weitergehen? Dann geht's ja noch weiter. Doch, hier waren wir schon mal. Nee. Hier sind wir reingekommen. Echt? Ja. Alex, Runde. Guck mal, wir sind hier reingekommen von der Tür. Ja, klar. Ja, da sind wir jetzt gerade so einen kleinen Rundlauf gegangen. Alter Schwede. Hätten wir das mal vorher gewusst. Ja, ja, sind wir einmal im Kreis gegangen. Aber dort, wo wir reingekommen sind, da ging ja das Tunnelsystem auch noch weiter. Sollen wir vielleicht erstmal da gucken gehen, bevor wir nochmal zurückgehen? Ja, ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Mal schauen, was uns da noch erwartet. Ja, wir haben jetzt hier nochmal so einen Flur entdeckt. Das sieht ähnlich aus wie der, dem wir reingekommen sind. Aber wir sind quasi genau gegenüberliegend hinter der Mauer. Also es ist nicht derselbe Weg. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Wenn wir auf ich jeden weiß, Fall nicht sortieren. Ich weiß, wo wir rauskommen. Wo ich vorher mit dem Toni das Gelände erkundet habe, oben. Da war der gleiche Eingang, über den wir reingegangen sind. Okay, ja, genau. Dann wird das wahrscheinlich 100 Meter weiter genau nochmal der gleiche sein. Da werden wir wohl jetzt rauskommen. Ja. Und das ist aber dann auch so ein Seiteneingang, so ein Nebeneingang oder Ausgang, wie man es halt nimmt. Ja, da vorne sind nochmal Treppen. Ja, ne, ich habe keine Lust, die Treppen hochzulaufen. Ja, ne, wir gehen lieber nochmal zurück zu dem Hauptausgang. Weil da waren wir ja schon ziemlich nah dran. Ja, jetzt sind wir nochmal zurück von den Tanks. Dann haben wir hier die Haupt-Trafo-Leitungen. Also hier wurde das Ganze komplett gesteuert. Der ganze Strom, alles, hatte hier dann seine Zentrale gehabt. Oh. Schöne Schaltanlage. Internen Speicher, jetzt haben wir nochmal glatte 86. Ja, der Dennis hat gerade auf den internen Speicher der Kamera gewechselt. Leute, seht ihr das? Da war gerade richtig dieser Qualm vom Atmen. Hier ist ein bisschen Temperatur. Ja. Ein bisschen schlechte Temperatur. So, ich hab und ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Ja, wir haben jetzt gerade nach draußen. Weil von hier hinten kamen wir ja. Da waren wir jetzt hier. Und dann geht's jetzt da lang. Da? Da. Ja, die Luft wird immer kühler hier unten. Und wir haben noch mal so kleine Nebengänge gefunden, das alles sehr an Maginot-Linie erinnert. Könnte ich also mit meiner Vermutung doch tatsächlich recht gehabt haben. Und ja, wir laufen jetzt die ganze Zeit so ein bisschen zickzack den Seitengängen hinterher. Aber wir haben es im Tages nicht gesehen. Gehen wir einfach mal hier lang. Hier steht schon ordentlich Dunst. Ordentlich Nebel. Okay. Da oben geht es ganz hoch. Ganz weit geht es da hoch. Ja,
Da scheint es noch mal nach oben zu gehen. Seht ihr das? Immer wieder so verdrittet. Und jetzt ganz weit hoch. Das ist die Frage, wo man da hinkommt. Ne? Wir schauen jetzt mal, wir gehen mal nochmal zurück. Ja, vielleicht war das noch mal so ein Noteinstieg oder Ausstieg. Soweit ich weiß, sollten wir eigentlich noch in das Hauptgebäude reinkommen. Ja, hier haben wir jetzt einen Ausgang gefunden. Keine Ahnung, wo wir da jetzt sind, aber da ist auf jeden Fall Tageslicht. Wir schauen uns mal jetzt noch im Rest des Gebäudes hier um und dann schauen wir mal, wie wir da rauskommen. Ja. Ich werde jetzt mal mit dem Dennis hier jetzt in den Kompaniebereich rein. Gucken uns den Spaß auch noch ein bisschen an. Ich zeige jetzt einfach noch mal so ein bisschen ein paar Bilder, ein paar schöne Videos. Ich laufe einfach mal durch, zeige euch das. Und dann sehen wir uns nachher noch mal. Genau. Und ja, schauen jetzt mal. Hier brauchen wir wahrscheinlich schon kein Licht mehr. Ja, hier ist eine Schaltzentrale. Schön, hier haben wir auch eine Schaltzentrale. Da unten ist der Haupteingang. Da schauen wir uns später noch um. Jetzt schauen wir erstmal hier in dem Gebäude rum. Da liegt Weihnachtsschmuck auf dem Boden. Ja, hier geht es auch schon nicht mehr weiter. Dennis ist wieder am Bilder machen. Ja, hier ist noch mal kühle Luft. Also kommt da irgendwo Frischluft her. Das ist Treppen. Nehmen wir erstmal den hinteren Teil erkunden. Ein paar Toiletten. Da geht es noch mal eine Treppe hoch. Mann, ist das verzwickt hier. Haben wir auch kein Licht. Hier wird so eine kleine Bar gewesen sein. Sieht sehr verdächtig danach aus. Ah, okay. Na, hier geht es nochmal zum Ausgang. Wahrscheinlich eine andere Tür. Und hier Offiziersräume und Managerräume oder Mannschaftsräume. Dann gehen wir noch mal gucken. Zu und ja, leere Räume. Schon ist eine Umkleide, nicht nur Toiletten. Hier wurde zugemauert. Da waren wir eben schon. Hier war eine Essensausgabe, vermute ich mal. Office. Sieht aber eher aus wie eine Küche. Okay, gehen wir mal zurück. Gehen wir gleich runter. Schauen wir erstmal hier hinten noch rum. Was haben wir denn hier noch? Ja, wahrscheinlich der Dachboden.
Da brauchen wir jetzt nicht hoch zu gehen. Kommt auch die kühle Luft da oben hier. Und, hier irgendwas Interessantes, Alex? Bisher noch nicht. So, schauen wir uns mal den unteren Bereich hier an. Das ist eine Klingel. Ich mache jetzt mal das Licht aus. Ja, da wird eine Großraumküche gewesen sein. Hinten sind noch so ein paar kleine Bäume. Hier ist auch noch mal Treppen runter. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist hier eigentlich nichts mehr. Schauen wir, was hier noch gibt. Größerer Raum, wahrscheinlich so zwei Speisesäle. Aber sonst ist da nichts. Ja, die Jungs dürften irgendwo da draußen rumrennen. Aber ich sehe sie jetzt gerade nicht. Keine Ahnung, wo wir da ja auch jetzt sind. Aber hier ist ordentlich umzäunt. Die Außenanlage zeige ich nachher noch mal von draußen besser. Ein paar Sekunden später. Ja, ihr habt gesehen, das war der Atom-ABC-Führungsluftschutzpunkt oder was auch immer von der NATO. War ein ordentliches Teil, teilweise wahrscheinlich auch so ein paar Relikte, wie jetzt zum Beispiel das Schienensystem Maginot-Linie. Und ja, jetzt hier so im Hintergrund haben wir das Hauptgebäude stehen. Ja, ich würde sagen, ihr kennt das Prozedere. Daumen nach oben. Und Abo nicht vergessen. Abo ist immer ganz wichtig. Auch bei Rolli Report mal gucken, ne? Haben wir auch ein Video. Ich werde es unten nochmal verlinken oder da oben mal schauen. Ja. Und da. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.